Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer! Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass wir uns als Piraten die Sache mit dem RVR nicht einfach machen. Wir sind wirklich hin und her gerissen. Das werden Sie an den Argumenten, die für uns ausschlaggebend waren, erkennen. Letztlich lehnen wir aber nach Abwägung im Ergebnis das Gesetz ab. Warum ist das so? Auf der einen Seite gibt es gute Ansätze, die wir auch immer wieder im Land vertreten haben und weiter vertreten werden. Da ist in erster Linie die Direktwahl. Die angestrebte Stärkung demokratischer Prinzipien ist für uns kein Argument gegen, sondern unbedingt ein Argument für das Anliegen der Akteure in der Region. Insofern begrüßen wir vor allem die Aufwertung der Verbandsversammlung über die Direktwahl der Mitglieder. Ebenso würdigen wir im Übrigen auch die Direktwahl der Regionalräte bzw. der Landschaftsverbände begrüßen. Aber dieses wird sicher noch nach diesem Gesetz in Angriff genommen werden. Ansonsten gäbe es tatsächlich die Teilung des Landes, die immer wieder als Hauptargument gegen das RVRG ins Feld geführt wird. Der so durch das Gesetz betriebenen weiteren Verschiebung der demokratischen Architektur hin zu den Regionen stehen wir positiv gegenüber. Es ist aber auch wichtig, dass die Aufwertung des RVR dringend einhergeht mit einer Verstärkung der Beteiligungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der Menschen in der Region. Dieses ist nicht der Fall. Weiter stehen wir für die Einrichtung einer weiteren, bloß repräsentativen Institution kritisch gegenüber, da wir mit ihr nicht die wachsende Distanz zwischen den Menschen und den politischen Akteuren überwinden werden. Damit wird letztlich der Direktwahl wieder das ganz große Stück von ihrem Glanz genommen. In diesem Zusammenhang sind weitere nicht sinnvolle Neuerungen im Gesetz zu nennen, die letztlich die Waage ins Negative schwenken lassen. Die Einrichtung eines Europabüros, des Kommunalrats und die Verlängerung der Amtszeit der Direktorin des RVR. Alles führt zur Verfestigung und nicht gerade zur demokratischen Lockerung, die gerade in diesen Zeiten wichtig wäre. Kommen wir als Erstes zur Direktorin. Zum einen kann damit auch eine Verfestigung von Schwierigkeiten in Bezug auf die Arbeit mit der Verbandsversammlung und ihrer jeweiligen Mehrheit einhergehen, da die Direktorin eben nicht immer nur ein verwaltungsrechtlich verlängerter Arm der Versammlung ist. Zum anderen muss schon die Unterschiedlichkeit mit den anderen kommunalen Vertretungen genannt werden, die in den meisten Fällen eben keine Laufzeit von 8 Jahren vorsehen, sondern in der Regel nur 5 Jahre. Der Vergleich mit den anderen Kommunalverbänden ist deshalb nicht einschlägig, weil auch dort eine Unterschiedlichkeit der Zeiträume zu einer nicht konsistenten Arbeit führen kann. Als Zweites das Europabüro. Zwar wird im Begründungstext aufgeführt, dass eine Erweiterung über den Kompetenzbereich der Verbandsmitglieder hinaus nicht begründet werde. Falls es aber zum Beispiel zu einem Büro unter anderem in Brüssel, in Straßburg und dort Luxemburg käme, müsste man sich schon fragen, ob dieses nicht über die kommunalen Aufgaben hinausgeht und eine Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen zur Deckung der europäischen Herausforderungen nicht ausreichend sein dürfte. Letztlich sieht es wieder eher nach Verwaltungsaufbau aus in Bereichen, die es nicht nur schon gibt, sondern die es auch schon mehrfach gibt. Als drittes und letztlich schwerstes Argument gegen diese Art des RVRG der Kommunalrat. Die Einrichtung eines Kommunalrats wird unsererseits abgelehnt. Dieser soll aus den Hauptverwaltungsbeamten der Mitgliedskörperschaften als ergänzendes Gremium mit beratender Funktion bestehen. Wir erkennen die tatsächliche Motivation zur Schaffung eines solchen Gremiums, der sich aber eben nicht nur auf die Kompetenz der HVBs beschränken lassen kann. Die angesprochenen Personen waren im bisherigen System ein Fremdkörper und werden es auch im neuen sein, jedoch ohne direkte Einflussmöglichkeit. Es lassen sich hierbei positive wie negative Effekte feststellen, wobei die Gefahr meines Erachtens überwiegen. Einerseits enden ungewünschte Formen direkter Einflussnahme, weil durch einen Kommunalrat die direkte Verantwortlichkeit der Gewählten in seiner Eigenschaft als Verbandsversammlungskraft Direktwahl durch den Bürger gewährleistet werden kann. Dieses war mit der Stellung als zwar gewählter Oberbürgermeister oder Landrat nicht möglich, denn derjenige, der war als Stadtoberhaupt, aber eben nicht als Vertreter im RVR gewählt worden. Auf der anderen Seite könnte dies zu einer Einführung eines Zweikammersystems durch die Hintertür führen. Dies wäre dann der Fall, wenn dem angedachten Beratergremium durch Gesetz
oder aber auch durch Verbandsordnung im Sinne des § 14a Absatz 2 Satz 2 RVRG eine Vorrangschaltung in Bezug auf den Ablauf von institutionalisierten Vorgängen im RVR zukommen sollte. Diesem Beratergremium könnte man im Nachhinein das Recht einräumen, zu entscheiden, was überhaupt im RVR zu entscheiden ist. Die Redezeit. Letzter Satz. Es wäre eine Art Vorrangprüfung durch ein nicht unmittelbar dazu gewähltes Gremium. Letztlich wäre der heutige Zustand nicht wiederhergestellt, sondern noch überboten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt.